Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu My Time at Sandrock. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, als allererstes Mal, ich hab's getan. Zum allerersten Mal. Nein, Spaß. Ich habe mir tatsächlich ein paar Rezepte rausgesucht für diese Cooking Station, diese anfängliche. Aber nur die Rezepte für Ausdauer, weil darüber beschwere ich mich ja jetzt nun schon ein paar Tage lang. Und deswegen habe ich gedacht, okay, gut, dann suchst du dir halt einfach die Rezepte für die Ausdauer raus. Und ich habe tatsächlich ein paar gefunden und dachte mir so, okay, da hätte man tatsächlich auch alleine kommen können. Aber egal, passt alles. Also, das heißt, Ziel ist heute so ein bisschen zu gucken, ja, dass ich gerne gucken möchte, so ein bisschen die Zutaten zusammenzuklauben, irgendwie mal gucken. Boah, hoffentlich einfach, dass das funktioniert, ne? So. Hier brauchen wir mal das da und dann natürlich noch die täglichen Routine-Sachen, Sachen sammeln und ja, genau. Das war das Ding. Ja, Stahlstange, okay, also das können wir gar nicht. Und hier geht's noch nicht, da brauchen wir, okay, alles klar. Und hier müssen wir erstmal gucken, wo wir das Zeug dann herkriegen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir entweder die Seilbahn gemacht haben, dass wir dann eben halt Marganstahl bekommen und sowas. Oder... Ich habe noch die Ringe nicht. Achso, ich habe bisher noch keine Gummiringe gehabt, ne? Ah, brauchen wir noch mehr. Genau, also entweder darüber oder wenn wir in der verlassenen Ruine Level 11 erreicht haben, dass es dann irgendwie weitergeht. Mal gucken. Ich weiß es natürlich noch nicht. Jo. So, aber trotzdem machen wir jetzt dann erstmal... Wie sieht's hier aus? Naja, das ist alles noch in Ordnung. Ein bisschen was dauert's noch. 900 Stunden. Boah, krass. 2000 Stunden, also das dauert alles noch sehr, sehr lange. Gut, verlassen? So. Halt, Suppentopf muss ich ja mitnehmen. Suppentopf. Wo habe ich den jetzt? Warte mal, jetzt machen wir mal das. Das. Okay. Schauen wir mal durch und ihr schreit dann einfach, wenn ihr den Suppen... Da waren sie. Wenn wir die Suppentöpfe entdecken. Okay. So. Dann haben wir da, genau, da sollten wir uns wahrscheinlich... Ne, bei allen müssen wir uns Gott sei Dank nicht. Verbleibende Zeit 3 Tage. Okay, also brauchen wir heute auf alle Fälle wieder Gummi. Das müssen wir holen. Gucken wir erstmal, dass wir die Quest hier abgeben. Dann können wir nämlich nochmal eine zweite annehmen. Aus reiner Neugierde schaue ich trotzdem nochmal nach. Natürlich nicht. Nein, das ist die Woche der Jack. Milz. Gemein. Wir wollten zu Ki, da machen wir das gleich mehr. Und dann holen wir uns doch erstmal die Erzraffinerie. Weil wir ja eh noch keinen Stahl und sowas. Deswegen brauche ich dieses andere komische Gedings noch nicht. Und deswegen holen wir uns jetzt erstmal das da. Hi, du. Erstmal nur und denk daran, dass ich nicht nur an den Fragmenten interessiert bin. Ja, ja, aber ich habe das letzte noch nicht gefunden, deswegen tut mir leid. Die hier, ne? Genau. Machen wir erstmal das da. Kann ich das ein bisschen beschleunigen? Ach, guck mal, ich könnte 30 Stück ausgeben, dann hätte ich... Okay, das ist mir jetzt ein bisschen, aber ein Tag weniger, das ist schon... Wie viele habe ich denn? Wie viele? 100. Okay. So. Ist sie jetzt gerade vorbeigelaufen oder warum war das jetzt? Vielleicht war es der kürzeste Weg zu ihr. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Frosch im Hals, ne? Mal einen Moment. Jetzt muss ich gleich mal gucken. 181, wo ist sie denn? Da oben. Noch mein Handy, ne? Das zupfelt gerade irgendwie ganz komisch. Kriege ich irgendwelche seltsamen Geschehnisse. So, jetzt nochmal. Ja, im Prinzip brauche ich doch hier bloß langlaufen, oder? Dann gucken wir doch mal. Na, guck. Da. Hier ist sie drinnen. Oder was? Nee, da drüben. Da geht's noch weiter.
Da drüben ist er. Okay, also auf dem Friedhof. Da war ich eigentlich auch noch nie. Vielleicht gibt es hier noch eine Kiste. Das wäre ja cool. Aha. Jetzt wackel ich ganz schön, ne? Entschuldigt bitte. Bitte auf dem Friedhof. Da, Grace. Hi. Hey there. Hier hast du deine Töpfe. Gut gemacht. Danke für deine Hilfe. Hm. Seltsame Gestalt. Jeden Samstagabend. Wir müssen das unbedingt mal mitmachen. Ich muss mich echt dran erinnern. Heute ist Mittwoch. Okay, also wir haben noch 2-3 Tage Zeit. Da müssen wir dann echt nochmal gucken. So, und ihr habt doch mal gesagt, ne? Hier gibt es dann auf den Felsen und sowas kann durchaus vorkommen, dass da Zeug versteckt ist. Das würde mich jetzt natürlich interessieren, ob ich da irgendwie hochkomme, ne? Ach, guck mal. Ganz schlicht und einfach, ne? Und jetzt hänge ich fest. Okay, nee, noch nicht. Ah, ja, da. Okay. Nee, hier ist leider keine. Schade. Da hinten ist eine Kiste. Am Ende des Arms. Wieso habe ich die noch nicht gesehen gehabt? Komische Geschichte. Hui. Cool, dass sie sich so überhaupt nicht verletzt, ne? Zack. Da ist eine Kiste. Oh mein Gott. Ich habe gelernt, wie man feine Waldpilzkuchen kocht. Oh, schön. Ich habe so ein bisschen Angst, ne? Ah, hier ist gesperrt. Okay, hier komme ich nicht weiter. Gott sei Dank, ne? Geht schon tief runter, ne? Ich meine, es ist nach wie vor sehr beeindruckend, ne? Ups, nee, warte mal, das ging gar nicht. Schade. Ich hätte gehofft, dass man irgendwie das ausmachen kann. Krass. Wahnsinn. So, pass mal auf. Dann machen wir jetzt nämlich... was machen wir jetzt? Wir holen uns einen neuen Auftrag. Wir holen uns einen neuen Auftrag. Tschüss. Danke fürs Mitnehmen. Also, Auftrag holen und dann gehen wir doch einfach mal dieses Seilbahn-Ding, ne? Ich meine, dann machen wir heute doch wieder was ganz anderes, wie ich ursprünglich vorhatte. Aber es würde mich schon interessieren, ne? Und reizen, was da jetzt dann passiert, wenn wir das Ding dran gemacht haben. Ob es dann weitergeht. Oh, hier sieht es aber mau aus, ne? Gummischlauch, Bronzestangen. In Besitz habe ich 7. Die brauche ich definitiv selber. Ja, das ist halt irgendwie alles nicht so. Aber ich bin so in Geldnot. Kriegen wir schon irgendwie zusammen? Bin ich mir sicher. Aber jetzt ist halt, ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, was ich noch... Ich brauche Sojasauce. Dann könnte ich... Achso, nee, das ist Sojasauce und Reis. Ja, aber geldtechnisch sieht es... Naja, geht so, ne? Zucker. Damit könnten wir was bewirken. Sandreis und Zucker. Zucker, 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 Zucker. Zucker. So. Essig, Reis. Okay. Einfach nur mal ein bisschen was auszuprobieren, ne? Hauen wir uns jetzt hier das alles voll. So, da brauche ich noch nichts ausgeben, da haben wir noch nichts gemacht. Zumindest nicht ausreichend, dass es sich lohnt, was zu essen. So, dann gehen wir jetzt dann mal hoch und machen ihn einfach, ja, das, was ich nicht machen wollte. Aber ich bin neugierig. Und jetzt, oder sollen wir doch noch warten? Es ist jetzt 13.54 Uhr, 55. Sollen wir doch vielleicht erst noch...
Avio, was will denn Avio von uns? Achso, das ist bloß hier mit dem Lehm, ne? Aber ich habe den Lehm jetzt, glaub ich, gar nicht dabei. Na komm, wir machen jetzt erstmal das Wichtigste. Ich würde gerne diese Bronze-Dinger abgeben und sowas, weißt du? Ich denke, wir machen jetzt erstmal... Es läuft uns ja nicht weg, die Quest, ja? Aber wichtig ist, dass wir das Gummizeug holen, dass wir nochmal in die Mine gehen. Ja, dann durchaus nochmal ein bisschen kochen. Sandbären brauchen wir definitiv auch noch eine ganze Menge. So. Ich meine, klar, ich verstehe das schon, ne? Ich meine, es wird halt, wenn du dann so 3, 4, 5 Tage hintereinander in der Ruine drinnen warst, dass das dann halt irgendwann einfach super langweilig und öde wird. Das verstehe ich voll und ganz. Nein, das ist kein Gummischrott da. Ja. Und dass man das dann eben halt, ja, dass man da auch einfach ein bisschen Abwechslung braucht, das kann ich super gut nachvollziehen. Aber ich will die... Nein, echt jetzt. Mein Kleister. Gott sei Dank habe ich noch genug Gold. Ja, aber wir brauchen das Zeug halt jetzt einfach. Guck, da ist Gummischrott drinnen, mechanischer Schrott, ne? Wir müssen unbedingt... Es wäre halt schade, wenn wir jetzt eine gute Quest angenommen haben. Und aufgrund der Tatsache, dass uns eben halt ein bisschen was fehlt an Ressourcen, dass wir die eben halt nicht erfüllen können. Ja. Von daher gehen wir jetzt heute nochmal dahin und dann... Oh, ich habe irgendwas Cooles habe ich gekriegt, glaube ich, ne? Warte mal, was ist das? Zweiter Wind. Plötzlich scheint alles nur noch halb so viel Mühe zu machen. Ja, es ist bloß leider zu spät. Oder zu früh. Das ist es eher. Genau, manche Aufgaben müssen halt einfach schnell erledigt werden. Genau das ist das Ding. Und deswegen gehen wir jetzt dann hier auch rein und holen Zinn und Kupfer. Und von mir aus auch die Energiesteine. So. Und vielleicht sogar doch nochmal ein bisschen Lehm. Okay, super, dass man das überhaupt nicht sieht, was du da machst. Bonus. Ja, Bonus ist schon schön, ne? So, pass mal auf, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Wir müssen da auf alle Fälle weiter. Ich würde jetzt auf die Energiesteine tatsächlich auch so ein Stück weit verzichten. Und lieber gucken, dass wir hier Zinn und Kupfer kriegen, ne? So. Dann gehen wir hier mal weiter. Dann müssen wir hier dann hoch. So. Ist das jetzt ein Lehmhaufen? Das wäre natürlich richtig cool, ne? Nee, Steine werfen. Schade. Ach, Mensch. Blöd. Wo geht's jetzt hier eigentlich weiter? Weil nach oben? Eigentlich nicht, ne? Hier rüber. Okay. Da sind Schätze. Guck mal, dann gehen wir jetzt erstmal hier runter, weil dann können wir nochmal gucken, dass wir ein bisschen Lehm mitnehmen. Das ist ja sowieso eine gute Idee, ne? Ah ja, haben wir Metallspule und Flussbrücke. Schade. Leider nix. Gehen wir hier nochmal runter. Okay, erweiterte Toolbox, auch ganz nett. Aber wo geht's denn weiter? Da ist ein Fass, das ist auch cool. Das nehme ich auf alle Fälle auch mit. Oh Gott. Ui, da habe ich jetzt aber Glück gehabt, ha? Das ist ein altes Teil. Das ist eine erweiterte Toolbox. Komisch, ne? Ach, da oben ist noch was drinnen. Oh, das ist cool. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, wie wir da hochkommen. Da oben ist der Eingang, kann das sein? Der Ausgang zum nächsten. Ist das eine Truhe da hinten? Oder ist das... Nee, das ist auch so eine komische Box. Da.
Genau. Schade, auch so eine komische Lehm. Hier ist Lehm drinnen. Das ist gut. Also doch eher bei diesem sandigen, ne? So, jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir da irgendwie rüber. Ah, guck mal. Ist da was drinnen? Nee. Aber habe ich, wie viel Kupfer habe ich denn jetzt mitgenommen? Habt ihr ein bisschen geschaut? Ich nicht. 32, okay. Und 44 Zinn. Naja, dann nehmen wir nochmal ein bisschen Zinn mit, ne? So. Da ist auch noch einmal Zinn. Okay. Hier ist jetzt nichts drin, ne? Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Hier ist der Ausgang. Da ist auf alle Fälle 4 Meter Entfernung. Hm, schade. Nur eine Metallspule. Sehr schade. Da geht's weiter. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so viel, das ist aber okay. Ist immer auch so ein bisschen die Frage, ob es sich lohnt, eher so in die Richtung einfach zu buddeln. Oder ob es besser ist, diese Dinger hier mitzunehmen, ne? Das ist immer so ein bisschen Frage der Fragen. So, jetzt bin ich pleite. Okay, dann... Ich glaube aber trotzdem, dass wir eigentlich ganz gut was zusammengekriegt haben. Also. Ja. Ich denke. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, guck mal, das ist schon wieder so spät, ne? Wahnsinn. Die Zeit vergeht einfach so wahnsinnig schnell. So. Dann schmeißen wir jetzt den ganzen Schrott mal in die ganzen Maschinen. Und dann gucken wir weiter. Und dann wird tatsächlich interessant, ne? Mit der Seilbahn, inwieweit es dann da weitergeht. Oh, gucken wir mal. Ein bisschen Fußball. Zack. Oh, da. Oh, guck mal, die Pflanze ist fertig. Ja, wie cool. Oh, schön. Was? Stroh? Nee, ich will doch hier eigentlich ernten. Ernten? Achso, F. 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 Ah, okay, gut. Und der ist doch auch fertig, oder nicht? Dein Inventar ist voll. Das macht nichts, das ist okay. Das hole ich mir dann gleich. Und hier ist dann ein bisschen Wasser aus. Das ist okay. So. Dann machen wir das wieder weg. Sortieren die Sachen ein. Oh, Entschuldigung. So, Lehm. Habe ich bestimmt hier mit drinnen, ne? Genau, können wir dann abgeben. Aber erstmal brauchen wir noch mehr Gummiringe. Ich habe kein Gummi mehr. Kupferschrott. Hier ist eine ganze Menge Kupferschrott, aber wir brauchen ja das Zeug auch noch da, Gummischrott. Ja, guck ihn mal. So, das machen wir gleich voll, weil wir es gerade zufällig gesehen haben. Ein bisschen sauber machen. So, gucke mal. Sehr schön. Dann machen wir hier das rein. Dann machen wir hier die Bronzestangen, hauen wir da mit rein. Und hier machen wir auch nochmal Bronzestangen. Machen hier den Dreck rein. Genau. So. Und hier können wir von mir aus den mechanischen Schrott erstmal reinmachen. So, und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit. Das ist jetzt alle. Das Glas haben wir genug. Ziegel, verstärktes Glas, Kupfer haben wir gar keins mehr. Okay, aber dann könnten wir einfach hier nochmal so ein paar machen, ne? So, gucke mal. So, auf die Zeit ein bisschen drauf achten, ne? Nicht, dass wir hier wieder blindlings reinlaufen, aber wir müssen halt Sachen irgendwie machen. Du kannst das nicht einfach die ganze Nacht dann nicht benutzen.
So, das geht immer noch nicht. Verdammt. Ich finde zwei Ringe, ne? Shit. Naja, wir haben morgen noch einen Tag. Vielleicht reicht das ja. Wäre natürlich schon schön, ne? Mechanischer Schrott, Kupferschrott, Gummischrott. Okay, 15 Stunden. So. Achso, und hier muss ich die Sachen mitnehmen, ne? Ach, guck hier. Nee, wenn du es weißt. Das ist mit Ausdauer, oder? Ist es nicht Pilz? Meersalz? Warte. Was habe ich hier? Ich habe es noch mit Egg und Sugar. Okay, aber was bringt das Rezept? Ach, Verteidigung. Okay. Ach, hier, feiner Waldpilzkuchen. Ausdauer, ja genau. Das ist aber dieser Zichantechin. Weiß ich nicht, wo ich das herkriege. Auf einigen großen Bäumen wächst. Okay, wahrscheinlich muss man da so ein bisschen treten. Ich habe noch ganz kurz Zeit. Pass mal auf, wir nehmen jetzt mal hier Essen. Essen. Und dann nehme ich jetzt mal schnell mit. Was brauche ich jetzt? Zucker. Eier und Desert Mushroom. Desert, Eier und Zucker. So. Pass auf, experimentieren. Kochtopf oder Steamer ist das dann? Dämpfer, ne? Dampfgarer. Also, Das. Zucker. Ach, das geht auch? Ach, das ist bloß eine schwächere Variante? Ach, das ist ja witzig. Cool. Das ist ja mega. Was haben wir noch? Was habe ich hier noch dabei? Okay, jetzt gerade habe ich jetzt nichts weiter. Reis. Habe ich irgendwas mit Reis? Aber da bräuchte ich die Sandbeeren. Doch, Reis. Guck mal, Reis. Und Zucker. Aber auch im Steamer. Doch. Was? Hä? Achso, ich bin im Kochtopf. Deswegen, da muss es hin. Wieso? Aber das steht doch. Sandreis. Achso, Sandreis ist es. Nicht der Reis. Sandreis muss es sein. Okay, naja, gut, dann ist es jetzt erstmal. Machen wir dann morgen wieder. Ich muss jetzt erstmal ins Bett. Ist schon spät. Also, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, ich denke mal, es gibt dann morgen wieder ein bisschen längere Folgen, ne? Wenn wir dann wieder viele Dinge tun und tun. Ich brauche dringend noch eine Kiste. Allmächt. Es hört einfach nicht mehr auf, ne? Mit dem ganzen Schrott. Wahnsinn. Tjo. So. Na dann, ihr Lieben. Vielen Dank. Und ich freue mich auf morgen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, ciao.